Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Noch ganz früh hier in meinem Alpen-Schweiz-Chalet bin ich ein bisschen früh aufgewacht und dachte, ich mache nochmal eine E-Mail-Antwort hier von Aschnetzkila. Wenn ihr auch solche Fragen stellt, könnt ihr über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Ansonsten, ja, sind ja spannende Zeiten gerade. Liebeschipp-Party nächste Woche, bin schon voll gespannt. Ausverkauft, aber wir legen nochmal 4, 5 Tickets an die Abendkasse. Und dann kommt auch schon bald die Kooperation mit meinem lieben Kollegen Tobi Beck. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Gut, aber ein andermal mehr dazu. So, also dann legen wir mal los. Hallo Christian, ich habe ja schon viele deiner Videos angeschaut, mach deinen Online-Kurs und sag mal wieder, macht nicht nur die Videos, macht auch die Kurse und bin auch parallel in Psychotherapie. Ich bin in den 50ern und hatte eine nicht ganz einfache Kindheit mit sehr liberalem, leicht chaotischen Elternhaus, 68er, liebevolle, aber zeitlich berufsbedingt nicht ausreichend verfügbarer Mutter und einem getrennt lebenden alkoholkranken Vater. Ja, das ist schon so die typische Biografie, die dann leicht zu Co-Abhängigkeit führt, ne? Ich vermute schon hier eine gestörte Bindung meinerseits mit Tendenz zu co-abhängigem Verhalten. Ja, offensichtlich. Dann schreibst du noch ein paar andere schlimme Live-Events. Die lasse ich mal hier raus, dass die das Ganze sicherlich noch vertieft haben. So, in den 20ern lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben eine Familie gegründet mit Kindern und blieben ja, viele, 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 viele Jahre zusammen. Die Beziehung war von einem hohen Maß an Kompatibilität und Freundschaft geprägt und ich fühlte mich gut versorgt und sicher. Auch hatten wir sehr viel Spaß und auch Sex und körperliche Nähe zusammen. Ist ja schon mal gut. Mein Mann neigte aber von Anfang an zu cholerischem und abwertendem Verhalten mir gegenüber. Ja gut, ich meine, das ist eigentlich, was ich meine mit Kompatibilität. Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst, aber das ist ja für mich ein Riesenpunkt in Kompatibilität und das heißt im Grunde genommen, dass ihr an dem Punkt nicht kompatibel seid, ne? Weil ich meine, das ist, also cholerisch ist halt echt schwierig, ne? Und abwertendes Verhalten hat gar nichts mit Liebe zu tun, ne? Und später auch den Kindern gegenüber. Ich war die beruflich Erfolgreiche, er kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Wahrscheinlich hat er narzisstische Züge. Ja, gut. Also erstmal ist das jetzt immer nicht der Ort, so in diesen E-Mails über sowas zu, ja, philosophieren. Da muss man ja auch Leute vor sich haben. Aber deswegen rede ich immer lieber vom toxisch, weil es ist egal, was man für ein Label dran macht. Ich meine, jetzt wenn wir mal hier gucken, abwertendes Verhalten. Ja, klar, das reibt einen auf mit der Zeit, ne? Das ist, wie man das jetzt nennt oder in welchem Zusammenhang das da noch steht. Das sind alles Sachen. Also wenn du jetzt in der Schule so einen Bully hast, der dich immer ärgert, ist egal, ob der Oliver, Thorsten, Ingo oder Piepsi Pupsi heißt, es ist immer gleich nervig, ne? Okay, ich hoffe, das Bild war jetzt verständlich. So. Im Zuge der Pubertät unserer Kinder und entsprechender Krisen in der Familie konnte ich das abwertende Verhalten nicht länger aushalten und trennte mich in einem sehr schwierigen und langwierigen Prozess, der bis heute anhält. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, klar, mit Kindern trennen ist immer scheiße und ist leider auch so, dass gerade die Beziehung, wo es schon schwierige Punkte gab, dass auch die dann besonders schwierig auch noch auseinandergehen irgendwie, ne? Ja. Das heißt, mich plagen immer noch Zweifel. Mein Mann möchte mich auch immer noch zurückhaben. Er sagt,
Er liebt mich, ist aber auch wirtschaftlich von mir abhängig. Gut, also ich vermute mal, aber das ist jetzt hier nicht eindeutig zu sehen, dass du das Ganze auch zu nett porträtierst. Also was wir ja hier erstmal haben, ist ja stark abwertendes Verhalten. Ich finde, das ist eigentlich ein Dealbreaker. Und dazu noch, ja, vermute ich mal, dass du das meiste gemacht hast in der Familie. Also vermute ich auch mal. Also du sagst, du machst mehr beruflich, können wir jetzt auch fantasieren, weiß ich jetzt nicht, dass du auch sonst vielleicht mehr gemacht hast. Und es ist die Frage, ob du da jemand hast, der immer an dir hängt, ne? Und ja. Und wie gesagt, wenn man so co-abhängige Züge hat, dann sieht man ja Leute häufig zu positiv. Das geht es auch gar nicht darum, was zu bewerten, sondern einfach nur, ist das für mich das Richtige, ne? Weil du hast ja dann in der Kindheit schon erfahren, dass Leute nicht für dich da waren, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, wie gesagt, sicherlich ist das schwierig, das kannst auch nur du wissen, ne? Ob du dich trennen willst oder nicht, aber es gibt ja einen Grund, ne? Ich würde nur so eine Trennung nicht zu lange hinziehen, also das ist auf jeden Fall nicht gut, ne? Also entweder man tut es dann irgendwann, oder man lässt es oder probiert es nochmal, aber dieses so Halbtrennungen sind nicht sehr gut. So, ne? So, Scheidung ist noch nicht vollzogen. Nun habe ich in der Zwischenzeit eine Beziehung zu einem anderen Mann. Ja, gut, das eine ist jetzt also noch nicht so richtig vorbei. Ich meine, ich kann total verstehen, dass du jetzt natürlich auch gerne mit einem anderen Mann zusammen sein möchtest, aber es ist schwierig, ne? Also es ist leichter, was Neues anzufangen, wenn das Alte wirklich beendet ist, auf jeden Fall. Aber gut, kannst du natürlich machen. Ich denke, er hat ein Bindungsthema, ist bindungsvermeidend. Wir haben eine enorme Anziehungskraft, die Chemie passt extrem zwischen uns. Nun, wer meine E-Mails verfolgt, der weiß, ist nicht immer das beste Zeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch schon vorher unter Umständen Chemie wichtiger genommen hast als wirkliche Kompatibilität. Und auch hier hat ein Bindungsthema, bindungsvermeidend, vorher zu abwertend. Ich würde auch nicht zu sehr gucken, immer, ob jemand, also nur auf diese Bindungsvermeidung gucken, sondern auch, ja, es verhält sich jemand einfach konsistent liebevoll. Das ist eigentlich das Wichtige, ne? Finde ich zumindest. Am Anfang Lovebombing, nach 3 Monaten erste Schwierigkeiten mit distanziertem Verhalten. Ja, jetzt haben wir wieder die ewigen 3 Monate, immer das Gleiche. Vermindertem sexuellen Interesse und weniger Zeit. Ja, gut, das ist jetzt die klassische Krümelbeziehung, ne? Ja. Trotzdem gibt es eine Art von Verbindlichkeit und Zugehörigkeit, wie gemeinsames Feiern von Weihnachten, Familienfesten, aber immer nur zeitlich begrenzt. Länger als eine Woche waren wir noch nie im Urlaub, obwohl ich mir das sehr gewünscht habe. Es gibt nicht eingelöste Versprechungen, oft sehr distanziertes Verhalten in einem Raum, eine gewisse Kälte, gefolgt von unerwartet auftretender extremer Nähe und Intensität. Das klingt alles nicht so gut, ehrlich gesagt. Auch mit Hilfe deiner Videos bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mir diese Beziehung nicht das gibt, was ich brauche. Auch wenn er mir genau das gibt, was mir in meiner langjährigen Ehe gefehlt hat. Zärtlichkeit, Leidenschaft und gute, wertschätzende Kommunikation. Ja, nochmal, wie gesagt, man neigt ja in der Co-Abhängigkeit oft dazu, die Sachen zu positiv zu sehen. Also gibt es denn, meine, es gibt ja jetzt schon weniger Sex. Wie ist denn das in 6 Monaten? Gute, wertschätzende Kommunikation. Ja, du schreibst aber auch von Kälte. Und so ein bisschen heiß-kalt. Und ja, prima, wenn du jetzt dir erschaffen hast, dass da Sachen anders sind als in deiner Ehe. Nur, das ist ja immer noch nicht das, was du eigentlich möchtest, ne? Und also ihr könnt immer wieder sagen, ja, das fand ich jetzt gut in der Beziehung, das nehme ich auch mit. Und aber es ist noch nicht das, was ich mir eigentlich wünsche, so, ne? Das ist ja in Ordnung. Ich hatte schon versucht, mich zu trennen, aber er war sehr traurig und hat mich schnell wieder liebevoll eingefangen. Ja, gut, auch das. Ich meine, das schreit nach unter Umständen noch aufzulösender Co-Abhängigkeit bei dir, weil
du offensichtlich, was ja eigentlich eine schöne Eigenschaft ist, dich der in andere einfühlen kannst und darauf reagierst. Nur ist immer die Frage, also ist ja nicht die Frage, ja, du bist traurig, aber also du hast da Mitgefühl mit ihm, aber willst du jetzt in der Beziehung bleiben, die dir vielleicht nicht gut tut? Also vorher warst du ja ganz lange in der Beziehung, jetzt überlegst du ja schon nach kürzerer Zeit. Das ist ja häufig so der Ablauf, wenn man an sich anfängt zu arbeiten. Erst auch mal 20 Jahren irgendwas, dann 2 Jahre, 3 Jahre und dann kapiert man es immer schneller. Und wenn die Lektion gelernt ist, dann darf ja auch was Neues kommen. Aber ja, jetzt fängt es so wieder an mit Mitgefühl. Wie gesagt, das sind tolle Eigenschaften, nur trotzdem, zu Liebe gehört eben auch Selbstliebe, ne? Und auch die Frage, also wenn du schreibst Kälte, ist er auch wirklich so einfühlend, wie du das bist hier, ne? Nun habe ich mich in meiner Not, da ich auch wirklich sehr schlecht allein sein kann, mich das Thema Verlust in meinem Leben sehr begleitet und auch die Umstellung von einem Mehr-Personen-Haushalt in eine Wohnung alleine. Kinder sind aus dem Haus und so. Einen weiteren Mann gedatet. Ja, jetzt fängst du echt an, Murks zu machen, ne? Also ich weiß nicht genau, was ihr für Beziehungsstatus habt. Ich will jetzt nicht genau sagen, das ist ein Dreieck. Das kann ich jetzt gerade nicht hier so beurteilen. Aber jetzt geht das los, ne? Und diese Wurzel dieses ganzen Übels ist wirklich, dass du nicht allein sein kannst, ne? Also es ist besser, dann mal eine Zeit lang allein zu sein und dann wirklich zu gucken, was kommt hier vom Universum auf mich zu, als jetzt noch ein Mann und noch ein Mann. Und weil das Universum wird dir diese, sozusagen deine Sachen, die du lernen sollst, wird dir nicht ersparen. Er wird dir immer wieder Männer schicken, die dir unter Umständen nicht das geben, was du haben möchtest, weil sich das im Außen spiegelt jetzt quasi, ne? Also du sollst, glaube ich, jetzt daran arbeiten, dass du ja eben mit dir klarkommst. Klar, das ist total ätzend jetzt, verstehe mich, super verständlich. Aber wenn du immer wieder versuchst, das zu vermeiden mit Beziehungen, wirst du wahrscheinlich immer wieder Bindungsängstler und sonst was in dein Leben ziehen, so, ne? Und jetzt machst du das gleiche, was du vorher gemacht hast. Das ist wieder nicht abgeschlossen, ne? Und du datest jemand neuen, ne? Dieser ist sehr wertschätzend mir gegenüber, auch leidenschaftlich und verbindlich, hat viel Zeit für mich und gibt mir das, was ich mir in einer Beziehung wünsche. Ja, aber da sind jetzt noch nicht mal die 3 Monate um hier, wenn ich das so richtig sehe. Und das heißt jetzt erstmal gar nichts, ne? Allerdings hatten wir nach 2 Monaten, beide Beziehungen liefen zeitweise parallel, beziehungsweise war ich gerade getrennt von meinem bindungsvermeidenden Partner. Okay, das ist jetzt schon ein Dreieck, ne? Ich kann immer wieder sagen, auch wenn ihr mir in 100 Jahren noch E-Mails dazu schickt, immer wieder sagen, keine Dreiecke. Lasst es, wirklich, lasst es, es tut euch nicht gut. Und es ist auch nicht sauber gegenüber. Und wenn man nicht sauber agiert, dann kommt das auch zu einem zurück, ne? Also, liefen zeitweise parallel, beziehungsweise ich war gerade getrennt von meinem bildungsvermeidenden Partner, einem Gespräch, in dem er mir sagte, dass er nicht verliebt in mich sei. Ja. Du kriegst es jetzt immer wieder vom Universum. Immer wieder. Ja, du kannst nicht im Außen was lösen, was auch so schön auch Beziehungen sein mögen zwischendurch, was es im Inneren zu lösen gibt, ne? Deine Wunden und all die Sachen, ne? Daraufhin wollte ich die Beziehung beenden. Er bat mich, dies nicht zu tun, mit der Erklärung, dass sich Liebe vielleicht besser so als mit dieser rasenden Verliebtheit entwickeln könnte. Also eigentlich ist es, also ist immer das Gleiche, nur es ist einmal rot, grün, einmal blau, aber es ist immer Männer, die dir eigentlich nicht gut tun und die dich reinquatschen immer wieder in Beziehungen, wo du rausgehen willst. Und ja, also das kannst du jetzt noch 5-mal machen, aber was ist in dir im Inneren zu lösen? Das ist doch die Frage, ne? Und das ist im Außen nur gespiegelt. Er hatte wohl vorher eine andere Beziehung mit einer Frau, in die er sehr verliebt war, die sehr schwierig. Also, warum redet ihr über so einen Kram? Es tut doch nur weh, ey, echt. Die sehr schwierig gewesen ist und die er dann schweren Herzens beendet hat. So, also jetzt erzählt er dir, die andere war sehr verliebt, aber an dich nicht. Das sind doch wieder nur, triggert doch nur deinen Schmerzkörper wieder an, ne?
Nun ist sein Verhalten mir gegenüber sehr liebevoll. Also ich finde das nicht liebevoll, solche Gespräche zu führen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und er meint, dass Worte nicht so wichtig seien. Ja, aber er benutzt diese Worte. Ich bin nicht verliebt in dich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er vielleicht nicht wirklich mich toll findet, sondern nur das Leben mit mir. Ich bin sehr attraktiv, habe eine gute Ausstrahlung, positiv. Habe viele Energien, bin unkonventionell und beruflich sehr erfolgreich. Du musst aufpassen, dass Männer sich nicht einfach in dein Energiesystem hängen und an dir kleben und von deiner Energie holen. Das ist, was oft passiert, wenn man ein co-abhängiges Thema hat, ne? Du darfst einen Mann daten irgendwann, der sein eigenes Energiesystem hat und der nicht an dir dran nuckelt. Und vielleicht musst du dafür auch mal eine Zeit lang allein sein, dass du auch dich erstmal abschließt und mehr in deine Selbstliebe kommst, ne? Mich verfolgt dieser Satz, keine Verliebtheit, ja, das ist pures Schmerzkörperanträgern, also das sind Schmerzkörpergeschichten. Also an dem Punkt wäre ich schon längst raus, da hätte ich schon überhaupt keinen Bock mehr. Ey, wenn man am Anfang jemand sagt, ich bin nicht verliebt nach 2 Monaten, also nach 2 Dates, okay, aber nach 2 Monaten, ja, das kann sich entwickeln, aber warum spricht das dann an? Das ist für mich schon wieder Schmerzkörper. Mich verfolgt dieser Satz, keine Verliebtheit, und ich denke manchmal, dass ich mich selbst spiegel und auch nicht richtig verliebt bin. Du spiegelst dich selbst mit mangelnder Selbstliebe, ja. So ist das, würde ich mal sagen. Ja. Also, das ist jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern das ist ja gerade, was man dann so lernt in dieser Biografie und wo man dann wirklich mühsam manchmal dran arbeiten muss, wo man echt denkt, das ist wie Zähne ziehen, aber ja, es geht darum, dass du dich anfühlst, weil du hängst dich natürlich auch ein bisschen in das Energiesystem von Männern rein, weil du nicht so gut allein sein kannst, ne? Ist total verständlich, aber ja, jetzt ist es scheinbar dran, das anzugehen, ne? Mir fehlt das Funkeln in seinen Augen, wenn er mich ansieht, so wie ich es von meiner vorherigen Beziehung mit meinem bildungsvermeidenden Partner kenne. Ich habe Angst, dass ich mich nicht nur auf diese vielleicht auch nicht ganz optimale Beziehung einlasse, weil ich nicht allein sein kann. Bingo! Also langsam weißt du, glaube ich, was ansteht. Dazu kommt, dass ich mich immer noch Zweifel plagen wegen der Scheidung, da ich meinen Mann auch noch sehr liebe. Ja. Also so kannst du da echt nicht weitermachen. Du musst jetzt wirklich mal aufräumen in deinem Leben. Ne? Ich meine, ich kann dir nicht sagen, welche Richtung, das musst du entscheiden. Aber es wird ja einen Grund geben für all diese Trennungen. Und ich glaube, ich würde da mal die Wohnung mal aufräumen jetzt, echt, bevor du weiter datest. Weil, wie gesagt, das sind Spiegelungen jetzt von deiner ungelösten Situation. Dann kriegst du von außen auch so unklare Geschichten, würde ich mal sagen. Aber genau weiß, dass die alten Muster wieder durchbrechen. Ja, aber dann machen Cut. Also ja, es ist hart, aber willst du das jetzt bis 80 weitermachen, oder? Also vermeidest du auch, glaube ich, deine eigenen Schmerzen, die dann kommst, wenn du wirklich Schluss machst. Ja. Viel Paartherapie gemacht und es laufen auch noch Gespräche. Ja, aber da kannst du also da kannst du nicht wirklich erwarten, dass du in dieser Verfassung ernsthaft neue Männer daten kannst. Also das kann meiner Ansicht nach nichts Nachhaltiges sein, wirklich. Ja, weil es im Grunde was anderes noch nicht beendet ist. Ne? Dem Mann, mit dem ich jetzt vorher liiert war, also der in der Mitte jetzt, habe ich starke Verliebtheitsgefühle gegenüber immer noch, obwohl ich vermute, dass es auf lange Sicht wahrscheinlich nicht gut geht. Also liebst noch deinen Mann, du hast starke Verliebtheitsgefühle zu dem zweiten und wunderst dich, dass es mit dem dritten nicht funktioniert. Also, das kann nicht so funktionieren. Das ist, kannst jetzt nicht noch einen Mann draufpacken und noch einen Mann und noch einen Mann und noch einen Mann und das Alte ist nicht beendet. Ne? Und der Neue macht mir Angst, da ich mich nicht richtig geliebt fühle. In mir herrscht also Chaos. Ja.
Ich habe große Gewissensbisse und fühle mich schlecht, selbst einen Beziehungsdreieck, in Gedanken sogar Viereck konstruiert zu haben. Ja, hast du, aber es bringt jetzt nichts, wenn du dich schlecht, also es geht überhaupt nicht um Schuld oder so. Es geht einfach darum, das in Selbstliebe zu erkennen, was man macht und dann es zu korrigieren. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt runterputzt, deswegen, das bringt gar nichts. Also wir alle, ist keiner perfekt, ich bin nicht perfekt. Bisschen vielleicht, nein, überhaupt nicht perfekt. Und keiner ist perfekt. Und ja, wir lernen, das lernen wir doch nie auf. Aber jetzt geh mal deine Lektion an, dass dein Leben weitergehen kann. Ne? Ich möchte mich endlich entscheiden, da beide Männer nichts voneinander wissen. Boah. Also überlegt euch wirklich, Leute. Das sage ich auch dir jetzt. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass es immer so, es geht, glaube ich, nicht um Schuld, ne? Aber alles hat Konsequenzen. Und wenn du wirklich so ein Mischmasch und Chaos und auch irgendwo vielleicht ein bisschen Lüge lebst, das kommt irgendwann zurück. Und dann bist du irgendwie mit einem Mann, der Frauen noch irgendwo hinten vorne hat und in der Hinterhand und mach das nicht wirklich. Karma ist a bitch, wirklich. Also jetzt räum da mal auf irgendwie und mach mal klar Schiff. Und wenn du jetzt einen von denen dann noch weiter daten willst, dann erzähl dem von dem anderen, dass da wirklich mal Wahrheit und Ehrlichkeit reinkommt. Was ich mache, vielleicht die Selbstliebe-Challenge irgendwie und dann würde ich dir wirklich raten, mal mehr allein zu sein und mit dir erstmal klarzukommen und erstmal zu verarbeiten, dass. Ja, dass du jetzt eben allein bist und nicht mehr in einer Großfamilie. Und was ich kümmere dich immer auch mal um Freunde, nice, geiles Leben und dann kommt Beziehung schon irgendwie dazu. Ja, in diesem Sinne, ich gehe jetzt mal wieder in den Schweizer Alltag hier und wir werden uns mal wiedersehen.